Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zeig dein wahres Gesicht. Zuckerfrei leben. Kann man dann das Leben überhaupt noch genießen? Was wollen wir uns denn noch alles verbieten? Meine Gesprächspartnerin heute, Anja Giersberg, ist gelernte Konditormeisterin und sie weiß, es gibt ein Leben ohne Zucker. Lass dich überraschen. Ein Leben ohne Zucker, das klingt fast unmöglich, denn Zucker ist doch irgendwie überall dabei und brauchen wir nicht auch Zucker? Das ist doch Energie und es schmeckt doch auch so gut. Aber es gibt natürlich auch kritische Ansatzpunkte, wenn es ums Thema Zucker geht. Ich habe da einiges zu erzählen, aber ich glaube, meine Gesprächspartnerin, die weiß da um einiges mehr. Anja Giersberg ist heute hier zu Gast. Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Ich freue mich auch. Du bist gelernte Konditormeisterin und da hat man doch früher auch immer von der Zuckerbäckerei gesprochen. Da war ja das Wort schon fast drin. Also das ist doch eigentlich dein natürlichstes Produkt schlechthin, um damit zu arbeiten. Genau, also Zucker ist oder war meine große, große Leidenschaft und natürlich wird in der Konditorei nur mit Zucker gearbeitet, also ist die Hauptzutat. Ach so, die Hauptzutat sogar. Ja, genau. Und mit Zucker kann man ganz viel machen. Also nicht nur für Kuchen, Gebäck oder Kekse, sondern man kann damit auch wunderschöne Schaustücke machen, Zucker ziehen, Zuckerblasen. Es gibt tausend verschiedene Sachen. Also Zucker ist ein wunderschöner Rohstoff, mit dem man ganz, ganz toll arbeiten kann. Ein wunderschöner Rohstoff, der aber auch viel Schaden anrichten kann. Darüber wollen wir auch gleich reden. Du bist heute, man kann das moderne Wort Influencerin nennen, denn du berätst und machst Meinung zum Thema Zucker und hast hunderttausende Anhänger. Ich war selbst bei mir überrascht, als ich Videos gedreht habe zum Thema veganes Gesicht und ein Gesicht, das mit dem Thema Kaffee und Alkohol zu tun hat. Und dann habe ich irgendwann auch mal das Thema Zuckergesicht gebracht, weil ich als Gesichtleser sehe, Zucker kann, ein Übermaß an Zucker kann auch ein Gesicht verändern. Und auf einmal merkte ich, Moment mal, das interessiert die Leute offensichtlich sogar noch viel mehr als andere Themen bei der Ernährung. Warum hat es dich nicht überrascht? Also ich finde, das Thema Zucker, das ist ein riesengroßes Thema in unserer Gesellschaft. Also es kommen ja jährlich unzählige, zehntausende Diabetiker immer wieder dazu. Und wir konsumieren halt einfach so viel Zucker, auch wirklich unbewusst und sind uns dessen gar nicht bewusst, was wir da alles essen und entwickeln dann über die Jahre oder mit der Zeit halt einfach Zuckerkrankheiten. Und genau, deswegen ist es umso wichtiger, zu diesem Thema aufzuklären. Ja. Aber als gelernte Konditormeisterin und dann auf einmal die Erkenntnis, nee, das Zucker, das ist es nicht. Und gräbt man sich da nicht einfach selbst sein Wasser ab? Also beraubt man sich nicht seiner Existenzgrundlage? Fast? Ja, natürlich. Also ich hatte natürlich damals, als ich dann damit aufgehört habe, auch riesengroße Ängste. Ich wusste ja nichts mehr mit mir anzufangen. Also Zucker war meine Expertise und Zucker war halt der Rohstoff, mit dem ich mein Geld verdient hatte. Ne? Und natürlich hat mir das den Boden unter den Füßen weggerissen. Aber ja, aus dieser schlimmen Zeit ist ja auch was Wundervolles geworden. Ich habe mich ja dann ganz intensiv damit beschäftigt, ohne Zucker zu backen und zu naschen. Und freue mich, dass ich da jetzt so vielen Menschen mithelfen kann. Also da reden wir auf jeden Fall drüber. Ich muss ja sagen, unser Kontakt ist zustande gekommen durch ein Reading. Ja. Ich habe dich gelesen und wusste gar nicht, was so hinter dir steckt. Stimmt, ich habe ja gar nicht gewusst, was du tust. Ich sehe nur den Namen Anja, heute hast du ein Reading mit ihr. Und bin wirklich begeistert, wie du es schaffst, deine Persönlichkeit und deine Talente so zu nutzen, dass du jetzt so wirkst, wie du jetzt wirkst. Nämlich eigentlich ist dein Hauptansinnen, Menschen zu helfen. Das war sicherlich auch der Fall, als du kleine Törtchen gebacken hast. Ja, genau, die Menschen zu verzaubern. Und in der Gastronomie, wo ich die Desserts gemacht habe, einfach den Gästen einen unvergesslichen Abend zu bereiten. Ne? Denen zum Schluss noch so ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, damit sie halt einfach zufrieden dann wieder nach Hause gehen. Das ist ein unglaublich schönes Gefühl. Warum denke ich jetzt gerade an so viele kleine Himbeertörtchen und sonst was, wenn ich jetzt gerade dich so anschaue? Ja. Und ich bin gar nicht mal so ein Süßer, ich bin eher ein Salziger. Ja. Rauscht mir durchs Gesicht und ich muss zugeben, in meiner Heimatstadt hat gerade so eine kleine Patisserie aufgemacht. Da reinzugucken mit diesen kleinen Törtchen, das macht irgendwie Freude. Man strahlt irgendwie sofort. Ja, so ging es mir auch damals in Paris, als ich da vor den Schaufenstern gestanden habe und dachte, boah,
so viele Farben und man kann sich gar nicht entscheiden. Es sieht alles so lecker aus und so kreativ. Also nimmt man drei davon. Genau, am besten alles. Ne? Und ja, das hat mich damals auch total gefesselt und deswegen wollte ich das auch unbedingt können. Ja. Mhm. Und dann hast du, wie nennt man das, Konditormeisterin gelernt? Oder? Genau, also ich habe dann Konditorin gelernt und habe mich dann aber auch schnell weitergebildet. Also ich habe wirklich das mit Leidenschaft gemacht. Ich wollte das unbedingt, ich habe schon immer gerne gebacken und habe dann ja auch bei einem Franzosen gelernt und da wirklich auch diese französische Patisserie und es war einfach mein Ding. Also ich habe von morgens bis abends, das ist meine allergrößte Leidenschaft und habe das wirklich auch ausgelebt bis ins Allerfeinste und bin dann auch irgendwann dann in die Gastronomie gegangen, um da auch noch ein bisschen kreativer zu arbeiten. Und mehr am Menschen zu sein. Genau. Wer Gesicht lesen kennt und die Technik kennt, der weiß, dass das sehr authentisch bei dir ist. Ja. Denn wie du den Mund führst, also von der Mimik her, der weiß, du nimmst die Dinge sehr genau und mit aller Konsequenz. Okay. Und das ist für mich authentisch. Ne? Also, ja. Und dann hätte das ja auch ein erfülltes Leben werden können. Denn du hast was gefunden, was dir Freude bereitet. Du kannst damit anderen Menschen Freude bereiten. Mit Perfektion und Konsequenz, obwohl Perfektion ist nicht immer so gut, kann man aber Dinge erreichen. Ja. Und dann gab es aber sozusagen einen Umbruch aufgrund einer Erkrankung. Genau. Also ich habe dann doch viel Zucker gegessen über die Jahre. Ich habe ja in der Gastronomie gearbeitet und da sind natürlich auch 16, 18 Stunden Tage und kein Urlaub und wenig frei sind da ja an der Tagesordnung. Und ja, über 5 Jahre habe ich das gemacht, auch ganz exzessiv. Und das hat sich dann irgendwann gerecht. Ne? Mit dem ganzen Stress und so weiter habe ich mir da so einen Darmpilz gezüchtet und wusste auch zuerst gar nicht genau, was das richtig ist und bin von Arzt zu Arzt. Und das war immer so ein bisschen schwierig. Dann hat sich das auch auf meiner Haut schon gezeigt gehabt und habe immer Salben drauf gemacht, aber es wurde halt nicht besser, hat die Ursache nicht bekämpft. Und ja, dann ging es mir immer schlechter und irgendwann bin ich zu einer Heilpraktikerin gekommen und die hat mir dann gesagt, dass ich da so einen Darmpilz habe und dass ich von heute auf morgen jetzt auf den Zucker verzichten muss, mein Leben umkrempeln muss, stressfreier leben muss und meine Ernährung umstellen muss, damit ich wieder gesund werde. War das für dich ein Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oder endlich habe ich eine Antwort? Wie war deine Gefühlslage zu dem Zeitpunkt? Also ich habe erstmal gelacht. Ich dachte, also erstmal konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass sowas überhaupt geht ohne Zucker. Und dann habe ich zum nächsten Termin, der war kurz drauf, habe ich eine Pro-Liste gemacht, warum es gut ist, Zucker zu essen und habe ihr das nochmal mitgebracht. Und wir haben da nochmal drüber gesprochen und ja, natürlich hat sie recht mit all dem, was sie mir da geraten hat. Ne? Also es ist natürlich wichtig, dass ich keinen Zucker mehr esse, dass ich gesund werde. Dieser Pilz, der ernährt sich ja hauptsächlich von Zucker und von Weizen und von all dem, was wir so in der modernen Welt, was wir da so konsumieren. Und was stand denn auf der Pro-Liste für den Zucker? Ja, Zucker schmeckt gut. Ach, das war so total. Das ist aber gutes Brot, ja? Eigentlich so Glaubenssätze, die auch meine, meine Leser haben. Ne? Ja. Also zum Beispiel, ich brauche Zucker, wenn ich traurig bin. Ja, was soll ich denn jetzt machen, wenn ich Stress habe? Da brauche ich doch Zucker. Ne? Mhm. Also das waren halt einfach so Lebenssituationen, wo ich dachte, die kriege ich ja niemals ohne Zucker hin. Da brauche ich das einfach als Energie. Ja. Naja, und es gibt natürlich auch vieles, was man kontra dafür sagen kann. Im Endeffekt würde ein Mensch oft sagen, naja, da muss man abwägen. Was ich an dir sehr gut finde, ist, dass du Zucker nicht per se verteufelst, sondern nur aus einer ausgewogenen Mitte heraus kann man natürlich auch gut argumentieren und neue Wege finden. Ja. Aber es gab auch bei dir mal einen Punkt, wo du sagtest, Zucker ist Horror. Ja, na klar. Also wenn man weiß oder ich wusste ja, Zucker macht mich krank, dann habe ich natürlich explizit darauf geachtet, dass ich ihn auch nicht esse. Und dann wird man da schon so ein bisschen, kleinlich. Ne? Und dann bestimmt das natürlich auch den Alltag und man macht sich die ganze Zeit Gedanken. Aber wenn man da so drin ist in dem Thema und auch verstanden hat, wie es funktioniert, dann ist es ja auch nur noch halb so schlimm. Es war mehr so dieser Anfang, der für mich schrecklich war, ne? Weil ich habe ja nur Zucker gegessen. Ich habe ja nie frisch gekocht. Ich wusste abends auf dem Sofa nicht, was ich essen sollte. Dann hatte ich immer diese Heißhungerattacken und war einfach völlig überfordert, weil es hieß ja auch dann, ja, jetzt machst du es bitte sofort. Ne? Also gab es ja jetzt kein Coaching vorne dran oder so. Es sollte halt einfach dann gemacht werden. Ne? In einem meiner Vorträgen sage ich auch, wir machen uns viele Gedanken darüber, wie wir richtig essen, wann wir essen, was ist die richtige Diät und wie sind sie Bestandteile. Wir sollten uns erstmal Gedanken darüber machen, wie viel Zucker wir in der Nahrung haben, weil wir dadurch doch viele Schädigungen in unserem Körper auslösen, aber übrigens auch in der Natur.
in der Umwelt, denn der Zuckeranbau und die Verarbeitung ist auch klimapolitisch ein bisschen bedenklich. Mhm. Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Ja. Die Frage ist natürlich, ja, wenn ich keinen Zucker nehmen darf, ja, soll ich es einfach vergessen oder gibt es da nicht Ersatzstoffe? Und ich kann mich erinnern, als kleiner Junge gab es erstmal keine Ersatzstoffe, bis mein Vater diese kleine weiße Dose hatte, auf die er oft so draufklickte und dann plumpsten 5, 6, 7 kleine runde Dinger raus und in die Tasse. Und das fand ich eigentlich aber noch ekelhafter. Ja. Das hat ganz komisch geschmeckt. Ja, also ich gebe zu, als ich da damals gestartet bin, vor 6, 7 Jahren war das ja, da kannte ich das alles gar nicht. Und ich habe einfach nichts gegessen an Zucker. Ich habe mir einfach keinen Kopf gemacht. Also ich habe dann einfach auch, weil das einfach komplett weggelassen. Ja, kein Kuchen, keine Schokolade. Natürlich gab es das da alles schon in kleinen Mengen. Also Sachen wie Schokolade mit Xylit, mit diesen ganzen Ersatzstoffen gesüßt und so weiter. Und wie hast du dann genossen? Also der Genuss war doch, also den du vorher hattest, der war zumindest nicht mehr da. Also ich habe das so gemacht, ich hatte immer Weintrauben im Gefrierfach und die habe ich immer gelutscht. Das war so mein Highlight. Hier haben wir jetzt schon einen ersten Tipp. Ja. Das war mein Highlight. Also ich habe dann wirklich auch geguckt, dass ich Gewohnheiten umlerne, dass ich nach der Arbeit nicht gleich zum Kühlschrank renne, voller Heißhunger, sondern dass ich da spazieren gehe, Sport mache. Und zur Belohnung habe ich mir dann die Weintrauben, wenn ich nach Hause gekommen bin, gegönnt. Also das war so der Fruchtzucker, der natürliche Fruchtzucker, der da für mich auch ging und der in Ordnung war. Aber du hast recht, also diese ganzen Ersatzstoffe, da muss man wirklich sich gut informieren. Ne? Nicht alles ist gut für den Körper und vieles davon, gerade Süßstoffe, von denen du gerade geredet hast, das ist halt super chemisch, das ist synthetisch. Und die stehen ja jetzt auch im Verdacht, das Mikrobiom auch zu schädigen. Und dann gab es nach diesen chemischen Ersatzstoffen gab es dann auch Stevia und ein paar andere Dinge kamen dann danach in Umlauf. Ich habe fast den Überblick verloren, was es als Zuckerersatzstoff gibt. Was ist denn der neueste Trend oder gehen wir mal von weg vom Trend, was würdest du denn empfehlen? Also ich würde grundsätzlich empfehlen, ganz wenig mit Zuckerersatz zu süßen und einfach ein gutes Bewusstsein zum Naschen zu entwickeln. Ja, ich muss nicht jeden Tag oder jede Woche eine Torte essen. Ich muss nicht jeden Abend eine Tafel Schokolade essen. Und wenn man sich da vom Zucker entwöhnt, dann ist das auch überhaupt gar kein Problem mehr. Also ich sitze da jetzt nicht mehr abends auf dem Sofa und habe die riesen Heißhungerattacke und muss mir da eine Tüte Gummibärchen nach der nächsten reinziehen. Das Gefühl ist einfach weg. Das ist verschwunden. Und wenn ich dann mal in der Ausnahme meinen Kuchen esse mit Erythrit gesüßt, also ich bin großer Fan von Erythrit, weil sich das halt eben auch komplett insulinunabhängig verstoffwechselt. Kannst du dazu noch ein bisschen was sagen? Weil ich denke, eine Vielzahl der Zuseher wissen gar nicht, wovon du da gerade redest. Ja, es gibt ja Süßstoffe, dazu zählen ja, was du gerade gesagt hast, Stevia, Aspartam, Sucralose, all das, worauf sich die Industrie auch gerade stürzt, was in diesen ganzen Proteinpuddings ist, in diesen Fitnessriegeln und so weiter. Und das ist alles sehr synthetisch und chemisch und ich zum Beispiel vertrage es gar nicht, weil sie halt eben auch, das hatten wir damals mal getestet, auch sehr meinen Kohlenhydratstoffwechsel beeinflussen. Und dann gibt es andere Alternativen, zum Beispiel so Zuckeralkohole, das ist Erythrit, Xylit, Isomalt ist auch ein sehr, sehr bekannter Zuckeralkohol aus der Konditorei, da wird auch viel mit gearbeitet und auch in der Bonbonindustrie zum Beispiel. Und die unterscheiden sich aber alle untereinander. Also die darf man nicht in einen Topf werfen. Das machen ganz, ganz viele. Also jetzt nur, weil Xylit giftig für Hunde ist oder weil Xylit sich erst im Dickdarm verstoffwechselt, heißt es nicht, dass es bei allen anderen auch genauso ist. Okay. Und da hat Erythrit halt so eine richtige Sonderstellung. Das ist wirklich so für mich aktuell die Alternative, die gut bekömmlich ist, ist einfach so, genau. Die verstoffwechselt sich anders und ist für Diabetiker geeignet. Und mir bekommt sie einfach auch gut, Du hast was Interessantes gesagt. Du hast gesagt, wenn man auf der Couch sitzt, auf dem Sofa sitzt und dann die Heißhungerattacken bekommt, da scheint es irgendwie eine Symbiose zu geben zwischen Couch und Heißhungerattacken. hast du darüber dir schon mal Gedanken gemacht, warum das so ist? Ja, na klar, wir sind alle Gewohnheitsmenschen. Und da hatte ich auch mit zu kämpfen am Anfang, Und wenn ich jetzt nach Hause komme und ich hatte den stressigsten Tag meines Lebens, ja, dann fällt der Stress von einem ab, von einem, setzt man sich aufs Sofa und dann klack, geht der Schalter im Gehirn hoch und dann weiß ich ganz genau so, jetzt bräuchte ich Tafel Schokolade und dann
ja, isst man die halt eben. Mhm. Ne? Mhm. Und sich das abzugewöhnen, das ist halt eben genau das, was, glaube ich, viele so fordert, da auch so konsequent zu bleiben. Und da muss man sich einfach so seinen Weg suchen. Ne? Also so wie ich, spazieren gehen, ablenken, tanzen, keine Ahnung, es gibt tausend Sachen, die man machen kann. Und dann halt einfach für sich gucken, dass man sich auch nicht alles verbietet. So hatte ich das am Anfang gemacht, das ist nicht so schön. Sondern, dass man sich da auch einfach Highlights setzt, stolz auf einen ist, wenn man auch mal was geschafft hat für eine Woche ohne Zucker. Oder dass man da dann die Weintraube aus dem Gefrierfach lutscht. Oder es gibt so viele Dinge. Aber da muss man sich halt einfach vorher dann auch mit auseinandersetzen. Mhm. Ich muss das jetzt Hals über Kopf machen und das geht bestimmt vielen auch so. Aber wenn man sich darüber Gedanken macht, seine Gewohnheiten ändert und dann bekommt das jeder hin, bin ich mir sicher. Es gibt Gründe, warum du da sehr stolz auf dich sein kannst. Nicht nur wegen deiner Konsequenz, die dir fast angeboren ist. Ich finde es noch beachtlicher, dass du aus dieser Konsequenz heraus trotzdem in so eine Art Güte gekommen bist, in eine Lockerheit und sagen, okay, das hatte seinen Grund, dass ich da so sehr fanatisch, radikal das so durchgezogen habe. Es ist aber jetzt auch wichtig, mal wieder eine Mitte zu finden und zu gucken, wie kann ich mit dem Thema umgehen. Und was ich sehr gut finde, ist dieser Wunsch von dir, Menschen zu helfen. Das heißt, sie anzuleiten, ihnen Tipps zu geben. Und dazu gibt es bei dir täglich, wenn ich es richtig gesehen habe, auf der Instagram-Seite, gibt es täglich Hinweise zum Backen von Süßwaren ohne Zucker. Genau, naja, da habe ich mich jetzt drauf spezialisiert. Also jeder, der gerne mal zuckerfrei naschen möchte, der darf da gerne schauen. Also da gibt es unzählige Rezepte. Auf jeden Fall. Genau, und für jeden was dabei, sei es jetzt glutenfrei, vegan oder einfach nur zuckerfrei, da gibt es viele leckere Sachen, die, ja, vielen schmecken. Die vielen schmecken. Genau. Von der Konditormeisterin zur Influencerin, aber der Weg führt noch weiter. Ich weiß, du machst auch Workshops, ne? Genau, also ich biete auch so Workshops an. Ich helfe, also ich backe jetzt nicht nur oder gebe Rezepte weiter, sondern ich biete auch Workshops an zum Thema, weil das auch vielen Menschen schwerfällt. Sie wissen gar nicht, worauf soll ich denn jetzt im Supermarkt achten? Mhm. Wie geht denn das überhaupt zuckerfrei? Was bedeutet das alles überhaupt? Ne? Ich stand am Anfang auch im Supermarkt, hatte 1000 Fragezeichen im Gesicht, obwohl Zucker meine größte Expertise war. Ne? Und auch ich musste mich erstmal reinwurschteln. Und ich kann jeden verstehen, der da im zuckerfreien Dschungel sich erstmal nicht zurechtfindet. Und um das den Menschen einfach zu machen, habe ich diese Workshops und diese Kurse. Und die erklären halt eben ganz genau, worauf man achten muss und wie man da reinfindet und wie man da dranbleibt, was man dabei Heißhunger machen kann und so weiter. Ja. Man könnte im Grunde ja sagen, je weniger Convenience Food, genau, je weniger Zucker, oder? Also, ja, am besten frisch kochen, dann hat sich die Sache erledigt. Genau. Ah, sehr an. Ja. Also wir können davon ausgehen, ich war ja neulich schockiert, ich hatte diese Dose Erbsen in der Hand und habe aus Spaß mal drauf geschaut. Da war da Zucker bei den Erbsen. Ja, also es gibt mittlerweile, also der Trend geht jetzt wirklich auch dahin, dass auch die Industrie danach zieht. Es gibt wirklich viele Produkte auch ohne zugesetzten Zucker. Aber wie du gerade gesagt hast, man muss natürlich gucken. Ne? Die meisten denken, oh, so ein Krautsalat oder so eine Dose Erbsen ist doch was Herzhaftes. Da ist schon kein Zucker drin, ne? Aber es versteckt sich überall Zucker. So ein Krautsalat im Supermarkt, da steckt mehr Zucker drin als in einem Softdrink. Ne? Und von dem her lohnt sich da immer der Blick auf die Zutatenliste und auch auf die Nährwerte. Wir haben es noch nicht so groß erwähnt. Du hast ein bisschen davon gesprochen, dass Zucker der Auslöser bei dir auch für eine Erkrankung war. Ich weiß es durch das Sehen in Gesichter, dass Zucker da Auswirkungen hat. Warum sollten wir mit dem Zuckerkonsum denn so vorsichtig sein? Kannst du da uns einen kleinen Einblick geben? Naja, also bei mir war es jetzt zum Beispiel so, wenn wir zu viel Zucker essen, dann entwickelt sich da irgendwann ein Ungleichgewicht in unserem Darm. Also wir füttern immer die Pilze und Bakterien in unserem Darm, die halt eben nicht gut sind. Zucker übersäuert, Zucker ist ein Nährstoffräuber. Und dann irgendwann entwickelt sich da so ein Ungleichgewicht. Und ich sehe das so, der Darm ist unser Zentrum der Gesundheit. Also wenn der nicht funktioniert, dann entstehen halt einfach unzählige Krankheiten und Folgekrankheiten. Und von dem her ist es einfach wichtig, dass wir auf den aufpassen und den pflegen. Und da gehört halt auch dazu, dass wir auf den Zucker achten. Und genau, und deswegen ist das halt eben so wichtig. Im Gesichtlesen sagen wir auch, dass der Zucker einen erheblichen Einfluss auf das Nervensystem ausübt. Eine Stimulanz und gerade bei großpupilligen Menschen, die also vom Nervensystem her eher auf die Sinne, die Feinfühligkeit, das Wahrnehmen gepolt sind, kann der Zucker entsprechend wirken.
Gerade diese Menschen haben allerdings einen sehr großen Drang zum Zucker. Kleinpupilligen, sagen wir immer, sind eher die, die zu anderen Suchtstoffen neigen, wie zum Beispiel Koffein. Meine Mutter ist auch kleinpupillig, die isst nämlich auch nicht gerne Zucker. Das weiß ich doch. Ja, vielleicht liegt es daran, aber vielleicht trinkt sie gerne Kaffee wie ich. Ja, auf jeden Fall, das tut sie. Ja. Also das ist eine interessante Sache. Jetzt müsste man ja eigentlich sagen, hey, toll, dass es so eine Frau gibt, denn die weiß, wovon sie redet, sie hat es gelernt. Und wenn jemand etwas getan hat und aufgrund von Eigenerlebnissen oder Erkenntnissen merkt, hey, das ist es nicht, und den Mut hat, auch dann sich zu verabschieden und manchmal dann auch öffentlich zu sagen, hey, das war's nicht, dann müsste man doch eigentlich froh sein und dankbar sein, dass es diesen Menschen gibt. Aber eigentlich war ich nicht überrascht, muss ich ehrlich zugeben, denn mittlerweile gibt es nichts mehr, was mich noch groß überraschen könnte. Aber trotzdem hast auch du eine Gemeinde, die sich berufen fühlt, in den Kreuzzug gegen deine Mission zu ziehen. Natürlich, ja. Also ist es ja ganz normal, ich kann nicht jedem gefallen und es fühlen sich natürlich auch sehr, sehr viele angestachelt. Ich bin ja jetzt auch nicht so eine Radikale, die sagt, Zucker ist Gift, das weiße Gift und hier meiden, sowas mache ich ja nicht. Also es kommt immer auf die Dosis drauf an, wir sind alle anders. Das, was für den einen funktioniert, so muss nicht für den anderen klappen und von dem her ist so ein gesundes Bewusstsein dafür wichtig. Aber es gibt einfach viele, die das sehr persönlich nehmen. Die das sehr radikal finden, was ich da auch verbreite und die sich dann sehr angegriffen fühlen und natürlich da auch mich angreifen, mich mundtot machen wollen und halt eben auch versuchen, dass ich da meine Botschaft nicht in die Welt rausposaune. Ja. Heute soll das auf jeden Fall der Fall sein. Wenn dich das ein wenig tröstet, mein chinesischer Lehrmeister, der alle möglichen Dinge im Leben lesen konnte, der konnte auch Ernährung im Gesicht ablesen. Ja. Der hat aber, während ich bei ihm war, nie Ernährung im Gesicht gelesen bei Kunden. Ja. Und ich habe ihn irgendwann mal darauf angesprochen. Und dann hat er zu mir gesagt, Religion und Ernährung, das gibt nur Theater. Hat er recht. Da lässt du die Finger davon. Es ist gut, wenn man das lesen kann. Aber wir lesen dann lieber über Liebe und Partnerschaft. Das ist weniger ein Minenfeld. Ja, gute Entscheidung. Interessant. Ja. Nee, da fühlen sich bestimmt viele auch angegriffen, ne? Wenn man da über Ernährung einfach Ratschläge gibt. Man sieht, wie wichtig Ernährung natürlich ist. Klar, das ist eine Sache. Aber wie politisch das auch ist. Ja, ne? Absolut. Ja. Vielleicht, wenn man einem Menschen sagt, ich lebe zuckerfrei, kann man es vielleicht auch leichter annehmen, wie wenn man sagt, du musst zuckerfrei leben. Das hat ja oft auch was mit der Aussage zu tun. Ja. Ja. Wenn du jetzt in die Zukunft blickst, wird es ein Leben ohne Zucker geben? Zumindest in diesen Mengen, in die es gibt. Gibt es da eine Tendenz dazu in der Gesellschaft? Also ich habe das Gefühl, also das ist jetzt mein Empfinden auch so, wie meine Leser das mit mir kommunizieren, ist einfach, dass dieses Bewusstsein für das Thema Ernährung jetzt steigt. Gut. Also es ist nicht mehr so, dass die Leute blind kaufen, sondern sie machen sich wirklich Gedanken, warum geht es mir jetzt so schlecht? Warum habe ich jetzt einen Blähbauch? Sie hinterfragen die Sachen, sie konsumieren einfach nicht mehr so blind. Und das finde ich natürlich phänomenal. Also ich finde, dahin sollte sich das entwickeln. Und ich denke auch, dass das Thema Zucker in Zukunft immer noch mehr in den Fokus rutscht, weil wir halt einfach viel zu viel Zucker konsumieren und daraus unzählige Krankheiten entstehen können. Wo bleibt dein Fokus dann beim Zucker oder wohin wird es sich bei dir entwickeln? Hast du da auch schon eine Vision? Weißt du auch schon, wohin die Reise geht bei dir? Also das Thema Zucker wird immer ein großer Teil von mir bleiben, auf jeden Fall. Ich möchte mich gerne noch so ein bisschen spezialisieren und auch genauer verstehen, was meine Leser so bedrückt, was die für Krankheiten haben, um denen halt einfach auch besser zu helfen, die besser zu beraten. Und da mache ich jetzt auch gerade so eine Ausbildung. Und mich natürlich jetzt auch aus Eigenerfahrung interessiert vor allem das Thema Darm, weil da merke ich halt einfach, das ist das Thema auch bei meiner Community. Und da brauchen viele Hilfe und Zucker und Darm, das passt halt einfach super zusammen und da wird so für mich auch ein bisschen die Reise dann auch hingehen. Ja. Ich würde gerne noch ein bisschen was Persönliches aus dir herauskitzeln, denn ich finde es toll, dass du so für die anderen da bist und dich sozusagen auch zum Sprachrohr für die anderen machst. Welche Geschichte hat dich denn aus deiner Community heraus zum Beispiel oder mit Menschen, mit denen du zu tun hattest, sehr bewegt oder interessiert oder dich auf Neuland geführt, die du so in den letzten Wochen, Monaten so erlebt hast? Also ich bekomme sehr viel Feedback und das sind so schöne Nachrichten auch dabei, so viele Erfolge. Also die Leute sind ja wirklich meistens am Ende ihrer Nerven, wissen nicht mehr weiter. Und da hilft manchmal so einfach nur die Schraube Zucker weglassen und dann auf einmal
wären sie kerngesund. Also ich hatte da eine Kandidatin, die das hat mich selbst total fasziniert. Also sie hat alle Diäten ausprobiert, nichts hat funktioniert und dann hat sie wirklich auch mal den Zucker weggelassen und nur das, einfach nur die Ernährung umgestellt, frisch gekocht, keinen raffinierten Zucker mehr. Und die hat bis heute 70 Kilo abgenommen innerhalb von 2 Jahren. Die hat sich immer gequält mit Gelenkschmerzen, konnte nicht mehr richtig einkaufen und so weiter. Und die lebt jetzt, ich bin immer noch in Kontakt mit der, ich verstehe mich mit der gut. Ich habe mich auch mal letzten Sommer mit der getroffen. Und die lebt jetzt einfach ein gesundes Leben und ist die glücklichste Mensch überhaupt. Und das sind so für mich diese Geschichten, da weiß ich denn, wofür ich das mache. Und da freue ich mich einfach total drüber. Also das ist wie so, ja. Wasser auf die Mühle. Genau. Ja, genau. Ich freue mich für dich, denn es ist ganz wichtig, wenn man sich solche Themen vornimmt, ja, und sich auch ein wenig zum Tool macht für andere, dass man auch dieses Feedback bekommt. Ja, absolut. Aber es gibt auch Feedback, das schockiert mich schon. Es gibt auch so Sachen, dann die Leute haben dies und das und die Krankheit, denen geht es wirklich schlecht, aber trotzdem kommen sie nicht so richtig ins Tun. Und da würde ich auch gerne so ein bisschen den Fokus drauf legen, halt einfach die Leute dann auch noch mitzunehmen, die es da so ein bisschen schwerer haben, weil im Endeffekt, ja, ist es gar nicht schwer. Es hört sich nur schwer an, ja. Und ich habe das als Konditorin geschafft, da den Zucker zu reduzieren und ich hatte den überall um mich rum, auch noch als ich damit angefangen habe, meine Ernährung umzustellen. Und wenn ich das geschafft habe, wirklich, das kann jeder schaffen, bin ich mir ganz sicher. Es ist nur die Einstellung, die da zählt. Die Einstellung, ja, genau. Das ist eine wichtige Sache. Du bist einen sehr weiten Weg gegangen in deinem Leben bisher, Paris. Und wenn ich nur mal nicht nur die Orte nehme, sondern auch die Einstellung, die du hattest, die hat sich auch verändert. Heute bist du gestern bist du einen sehr weiten Weg hierher angereist in die Schweiz, nämlich aus Potsdam. Mhm. Und man sieht, du brennst für dieses Thema und da willst du dich auch nicht unbedingt aufhalten lassen, sondern suchst auch Gleichgesinnte, die vielleicht in anderen Themen brennen, ja, aber wo man merkt, das sind Menschen mit vollem Herzblut bei der Sache. Und das bist du auf jeden Fall. Ja. Ich nehme sehr viel mit aus diesem Gespräch. Oh, danke dir, das freut mich sehr. Ich nehme das mit, dass man, wenn man an etwas glaubt, selbst wenn es konträr ist zu dem, was man vorher getan hat, dann sollte man dem folgen und nicht versuchen, etwas zu verteidigen, was man lange Zeit eben getan hat, was auch mal wichtig war und seine Richtigkeit hatte. Man darf auch seine Meinung ändern. Genau, ja, das ist absolut. Und ich habe einen heißen Tipp bekommen von dir, nämlich Trauben lutschen, wenn es süß ist. Aber wenn du noch einen anderen Hinweis, Tipp, eine Anregung hast für unsere Zuseher, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du vielleicht noch den einen oder anderen Tipp für unsere Zuseher hättest. Ich würde sagen, das A und O bei der Sache ist einfach, ja, das Plan. Ich freue mich natürlich immer, wenn jemand zu mir kommt und seine Ernährung umstellen will. Aber meistens sind das halt eben auch Menschen, die schon sehr, sehr krank sind. Also Diabetiker oder denen es gesundheitlich so geht wie mir. Und ich würde mich freuen, wenn einfach präventiv dieses Bewusstsein zu diesem Thema steigt. Also dass die Menschen sich im Vorfeld schon informieren und bewusst leben, ihre Ernährung umstellen, damit sie halt einfach erst gar nicht krank werden, sondern eben gesund in die Zukunft blicken können. Zeigt dein wahres Gesicht. Und manchmal zeigt man sein wahres Gesicht, wenn man zu viel konsumiert von Suchtstoffen. Ein wirklich krankmachender Suchtstoff ist das Thema Zucker. Hier geht es wie immer um die Extreme, um die Dosis. Denn in der Mitte, da lässt sich alles noch verträglich verdauen. Wer das nicht beherzigt, der zahlt einen Preis dafür. Den Preis müssen wir nicht bezahlen, wenn wir sorgfältig, wenn wir liebevoll mit uns selbst umgehen. Zucker vielleicht ein bisschen runterfahren, vielleicht ein bisschen meiden. Vielen Dank. Heute war Anja Giersbeck bei uns im Gespräch und ich kann sie nur weiterempfehlen. Wer in Zukunft zuckerfrei leben will und gute Tipps will, der schaut mal bei ihrer Instagram-Seite. Schön, dass du dabei warst. Ich sehe dich.